Liebe Künstlerinnen und Künstler, liebe Vertreter der Kulturszene. Ganz herzlichen Dank für die vielen Rückmeldungen, die wir von Ihnen zur Soforthilfe Corona erhalten haben. Dank Ihrer Anregungen und Kritik und aufgrund von zahlreichen Gesprächen, die wir mit Vertreterinnen und Vertretern des Bundes, der anderen Länder und auch zusammen mit unserem Wirtschaftsministerium geführt haben, ist es gelungen, dass wir einige Details noch nacharbeiten und auch verbessern konnten. Nachdem wir es zusammen mit dem Bund erreicht haben, dass die private Liquidität, also Ihr Sparguthaben, Ihre Rücklagen bei der Berechnung keine Rolle spielen, freue ich mich sehr, dass wir es jetzt auch geschafft haben, dass in Baden-Württemberg weiterhin die Möglichkeit besteht, dass Sie für Ihren privaten Lebensunterhalt eine Art Unternehmerlohn berechnen können als Soloselbstständige und kleine Unternehmer. Wir reden dabei von einer Summe von 1.180 Euro im Monat. Ich bin sehr dankbar, dass uns hier zusammen mit dem Wirtschaftsministerium in Baden-Württemberg dieser bundesweit einmalige Weg gelungen ist. Denn davon profitieren gerade die kleinen Unternehmen, die Solo-Selbstständigen in den unterschiedlichen Branchen, ganz besonders auch die Künstlerinnen und Künstler, die Vertreterinnen und Vertreter der Kultur- und Kreativbranche. Und Sie sehen daran auch, wie viel Sie uns wert sind. Daher hoffe ich, dass der Bund und die anderen Länder diesem Vorbild folgen werden. Sind es doch gerade die kleinen Strukturen, die Selbstständigen, diese Vielfalt, die unser gesellschaftliches, soziales und kulturelles Leben so wertvoll machen und auch in Zukunft wertvoll machen sollen. Über diese Zukunft, gerade auch im Kulturbereich, werden wir in den nächsten Tagen und Wochen ganz besonders zu reden haben. Und ich freue mich dann wieder auf Ihre Anregungen, auf den Austausch mit Ihnen und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute. Bleiben Sie gesund.